Möchtest du als Freelancer im Internet Kunden gewinnen? In diesem Video zeige ich dir, wie du auf der Freelance-Plattform Malt Kunden finden kannst. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ehrlicherweise war das Intro gleich eine Lüge. Und zwar findest du auf Malt keine Kunden, sondern die Kunden finden dich. Und das ist auch schon der wichtigste Unterschied, den du wissen musst. Denn auf Plattformen wie auf Upwork oder Freelancer.com werden Projekte offen ausgeschrieben und dann können sich Freelancer auf diese Projekte bewerben. Das führt häufig dazu, dass es eine Art Wettbieten oder Unterbieten des Preises auf die Projekte gibt. Und ehrlicherweise, viele Auftraggeber wählen dann auch einfach das günstigste Angebot, was für den Freelancer immer schlechter ist. Malt funktioniert dann ein bisschen anders. Bei Malt steht nämlich nicht die Projektausschreibung im Mittelpunkt, sondern dein Profil als Freelancer. Deswegen ist dein Profil auch wahnsinnig wichtig auf Malt. Und du musst ja eine Art Suchmaschinenoptimierung machen. Das heißt, wenn ein Kunde beispielsweise einen Agile-Coach sucht, dann solltest du dazu möglichst hoch ranken, weil dadurch steigerst du die Wahrscheinlichkeit, dass der Auftraggeber dich dann anschreibt und von dir ein Angebot für das Projekt haben möchte. Wie das genau funktioniert und wie die Profile eigentlich aufgebaut sind, das schauen wir uns am besten einfach mal zusammen an und deswegen nehme ich dich mit auf meinen Bildschirm. Wenn du dich bei Malt einloggst, dann landest du zuerst auf deinem Dashboard. Da siehst du eine ganze Reihe an Informationen. Zum Beispiel siehst du, dass ich Marie Jensen bin. Bin ich natürlich nicht, aber mit Marie Jensen arbeite ich auch nach wie vor viel zusammen. Das heißt, die gehört auch zu dem Team hinter diesem Kanal und zu der ganzen Content-Produktion von der Conte Steuerberatung. Wir haben früher Kunden akquiriert auf Upwork und Malt. Man sieht auch noch eine ganze Reihe an weiteren Gamifications, die dich vielleicht motivieren. Du siehst einen Überblick darüber, wie viele Leute dich als Favorit gespeichert haben. Das heißt, deine potenziellen Kunden, die dich ganz interessant finden. Du siehst, wie viel Umsatz du gemacht hast und so weiter. Was du aber wissen solltest über Malt, ist, dass Malt eher eine Suchmaschine ist. Sowas wie ein offenes Adressbuch für Unternehmen, um passende Freelancer zu finden. Bei Upwork stehen ja die Projekte im Mittelpunkt. Das heißt, da dreht sich alles um die Projektausschreibung und du als Freelancer bewirbst dich auf Projekte. Um dir mal zu zeigen, wie das aussieht aus Kundenperspektive, suchen wir einfach mal einen Freelancer und zwar einen Community Manager. Und zwar suchen wir den Community Manager natürlich remote in Deutschland und dann gehe ich auf Suchen. Dann siehst du quasi das Suchergebnis, das, was auch Unternehmen sehen, wie oft dein Profil angesehen wurde. Was aber ganz, ganz wichtig ist, wie hast du dich eigentlich benannt? Und die ersten Suchergebnisse, die machen das ganz gut. Deswegen sind es auch die ersten Suchergebnisse. Die haben diesen Titel, für den sie gefunden werden wollen, direkt in den Titel geschrieben. Samuel hat hier zum Beispiel Community Manager geschrieben. Anna hat zum Beispiel geschrieben Creative Content und Social Media Marketing. Die will insbesondere dafür gefunden werden, hat aber als Tech Community Management ganz vorne stehen. Und deswegen wird sie hier auch oben angezeigt. Warum ist das wichtig, oben angezeigt zu werden? Das ist wie bei Google, bei Suchmaschinenoptimierung. Wenn du ganz unten bist oder auf der dritten Seite bist, dann kriegst du halt weniger Anfragen und weniger Klicks auf dein Profil. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal die Detaileinstellungen von Maries Profil an. Und zwar gehen wir auf Profil ändern und dann können wir hier das öffentliche Profil ansehen. Wir sehen natürlich das Foto, das ist sehr, sehr wichtig, also sollte sympathisch sein. Und bitte, bitte, ich sehe das immer wieder, dass die Leute nicht sichtbar sind auf ihrem Foto. Wenn du ein Bild verwendest, dann solltest du gut sichtbar sein. Der Kunde möchte natürlich wissen, mit wem er Geschäfte macht und kein witziges Emoji sehen. Hier ist es wichtig, den Namen, dann dein Titel. Jetzt hat Marie geschrieben, sie ist Expertin für Zielgruppenkommunikation. Dann ist hier der Ort und so weiter. Was aber besonders wichtig ist, und das sind immer die Einstellungen, auf die du besonders achten solltest, ist dein unverbindlicher Tarif. Das heißt, was ist so deine Preisvorstellung, was du aufrufen würdest? Hier steht es 800 Euro am Tag. Das ist ein Tagessatz, das heißt 100 Euro pro Stunde. Ganz wichtig, der ist unverbindlich. Das heißt, du kannst auch natürlich Projekte haben, die anders bezahlt werden. Entweder niedriger oder höher. Ich möchte dir aus Erfahrung aber sagen, dass es relativ schwierig ist, einen Kunden jetzt zu vermitteln, wenn du 800 Euro pro Tag reinschreibst, warum du jetzt für ein bestimmtes Projekt 1500 Euro beispielsweise haben möchtest. Der Satz, den du hier einträgst, der sollte lieber eher ein bisschen über dem liegen, was du tatsächlich verdienen möchtest. Wenn ich jetzt hier 800 Euro pro Tag reinschreibe und dann einem Kunden ein Angebot mache mit 600 Euro pro Tag, dann hat er das Gefühl, irgendwie Geld gespart zu haben. Sollte es aber auch nicht zu hoch sein, wenn ich da jetzt 8000 Euro reinschreiben würde, dann würde mich halt nie ein Unternehmen anschreiben. Deswegen musst du hier so das Mittelmaß finden. Ich empfehle dir, schreibe so 10-20% mehr rein, als du tatsächlich abrechnen möchtest. Dann ist die Berufserfahrung in deinem Bereich besonders wichtig und ganz, ganz wichtig und deswegen solltest du auch immer auf Nachrichten und Projektanfragen auf Malt antworten. Man sieht die Antwortrate und wie lange du brauchst, um zu antworten. Das ist wirklich ein absolutes Kernelement für dein Profil und deswegen ist es auch wichtig, dass du zum Beispiel bei Projektanfragen antwortest, auch wenn das Projekt für dich nicht interessant ist. Schreib einfach eine kurze Nachricht, dass du kein Interesse hast, dass du keine Kapazitäten hast und so weiter. Das ist wirklich wichtig, weil sonst ist hier deine Antwortrate sehr niedrig und das macht gleich einen schlechten Eindruck, bevor der Kunde sich überhaupt näher mit dir beschäftigen kann. Was außerdem wichtig ist, sind deine Fähigkeiten. Wir haben das eben schon in der Übersichtssuche gesehen, dass da jemand gefunden
gefunden wurde für Community Management, obwohl Community Management gar nicht im Titel stand. Das lag daran, weil das als Fähigkeit eingetragen wurde. Hier kannst du zwar so viel angeben, wie du willst, allerdings würde ich auch nicht zu viel angeben, weil das wirkt eher verwirrend. Ich möchte als Auftraggeber ja einen Experten haben und nicht jemanden, der alles irgendwie so ein bisschen kann und nicht so richtig. Dann gibt es hier noch einen Werbetext. Hier sieht man per Gens Consulting, das heißt, es ist ein Agenturprofil eigentlich und hier sagen wir, wir arbeiten gar nicht ganz allein. Das heißt, Marie arbeitet nicht ganz allein, sondern da steckt ein ganzes Team dahinter. Das ist meine Agentur. Hier solltest du dich und deine Leistung anpreisen. Und mein wichtiger Appell hier ist, das ist ein Werbetext. Der soll dazu führen, dass ein Auftraggeber anschließend wirklich Lust hat auf dich. Hier ist der falsche Platz, um unnötig bescheiden zu sein oder zu untertreiben. Gib das gerne auch irgendjemand anderen, um das mal gegenzulesen. Was außerdem wichtig ist, sind deine unterschiedlichen Stationen, die du in der Vergangenheit hattest und Erfahrungen. Die überspringe ich. Du wirst natürlich deine Erfahrungen gesammelt haben. Was außerdem ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, du wirst es kennen, wenn du auf Amazon einkaufen gehst, du guckst dir Reviews immer an. Bewertungen von Kunden sind unfassbar wichtig. Haben wir hier tatsächlich leider noch nie bekommen auf der Plattform Malt. Allerdings sind gerade am Anfang Bewertungen unglaublich wichtig. Denn auch ich, also die Kontist Steuerberatung, ist als Auftraggeber auf Malt aktiv und auch wir suchen Freelancer. Und natürlich gucke ich mir an, ob dieser Freiberufler vorher schon andere Projekte hatte und wie zufrieden der vorherige Auftraggeber war. Und hier übrigens ein spannender Praxistipp. Auf Upwork ist das ja genauso, dass Bewertungen unglaublich wichtig sind. Auf Upwork siehst du aber die Umsätze, die gearbeiteten Stunden und all das auch auf dem Profil. Das heißt, da sieht man, wenn du dann zum Beispiel einen 100-Euro-Job machst, also wirklich was super Kleines machst, sieht man, dass das nur ein 100-Euro-Job war und natürlich gibt ein potenzieller Auftraggeber dem dann weniger Bedeutung als das Projekt, bei dem du 25.000 Euro abgerechnet hast. Das sieht man bei Malt nicht. Auf Malt siehst du einfach nur alle Projekte. Wenn du erstmal eine Reputation aufbauen möchtest, dann ist es vielleicht ganz smart, am Anfang erstmal kleinere Projekte zu machen, um ein paar Reviews zu sammeln, um die Reputation aufzubauen. Die zukünftigen Auftraggeber können nämlich gar nicht sehen, ob das jetzt ein 100-Euro- oder ein 25.000-Euro-Auftrag war. Was auch ganz interessant ist, und das macht Upwork jetzt auch, aber noch gar nicht so lange, und zwar kannst du auch Unternehmen und Auftraggeber einladen, dir eine Bewertung oder ein Testimonial zu geben auf dein Malt-Profil, ohne dass dieser Auftrag auf Malt stattgefunden hat. Wenn du ein Profil anlegst und wirklich von null startest, dann würde ich dir tatsächlich genau das empfehlen. Frag einfach einen deiner früheren Kunden, ob er dich auf Malt empfehlen kann. Und dann hast du auch, bevor du nur einen einzigen Euro Umsatz gemacht hast, schon eine positive Bewertung und machst gleich einen guten Eindruck. Natürlich kannst du hier unten jetzt noch deine Ausbildung und Abschlüsse eintragen und so weiter. Das ist weniger wichtig. In einigen Berufen ist das natürlich wichtig. Aber das sind die wichtigen Aspekte. Wir können also zusammenfassen. Was ist wichtig für dein Malt-Profil? Es ist erstens dein Foto. Es ist zweitens dein Titel, den du hier oben hast. Drittens dein angegebener Tagessatz. Viertens deine Fähigkeiten. Außerdem fünftens dieser Beschreibungstext mit einem Call to Action idealerweise. Und sechstens, meiner Meinung nach am wichtigsten, die Kundenbewertungen. Wenn du alles schlecht ausgefüllt hast, aber die Kunden in den höchsten Tönen von dir schwärmen, dann, ganz ehrlich, dann wirst du auch Anfragen bekommen. Deswegen kümmere dich darum, dass du nach jedem Projekt, was über Malt umgesetzt hast, eine Bewertung von deinem Auftraggeber bekommst. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich den ersten Überblick über die Plattform Malt geben und du weißt jetzt, worauf du achten musst, wenn du dein Profil erstellst. Dieses Video ist ein Teil einer größeren Videoreihe, in der wir erklären, wie du als Freelancer auf Freelance-Plattformen Kunden akquirieren kannst und online Geld verdienen kannst. Da wir die Videos gerade drehen, um ukrainischen Freelancern zu zeigen, wie sie auch in Europa Jobs finden können, haben wir uns auch noch ein bisschen mehr ausgedacht. Und zwar gibt es eine Telegram-Gruppe. Wir helfen dir da gerne bei der Profilerstellung und beantworten dir auch alle Fragen rund um Bürokratie für Freelancer in Deutschland, alles auf Englisch und auf Ukrainisch. Aus diesem Grund gibt es dieses Video übrigens auch auf Englisch und Ukrainisch. Ich verlinke dir die beiden anderen Versionen der Videos einmal hier und hier.